waren 2500. Die sind bestimmt für sozial schwache Familien und Menschen hier in Neumünster. Weil für manche einen ist es nicht einfach, sich so eine Maske leisten zu können. Und nicht jeder hat eine Nähmaschine. Die Mundschätzchen des Bürgernetzwerks, die Nähmaschine, sind eine wertvolle Unterstützung bei der Vorbeugung von Corona-Infektionen. Und die Stadt Neumünster freut sich sehr, nochmal ausdrücklich sehr, über die 2500 Mund- und Nasenmasken für die Armutsprävention. Und wird diese umgehend mit den Ihnen vertrauten Partnern, zum Beispiel die Wohlfahrtsverbände, innerhalb und außerhalb der Verwaltung an die Menschen, die sie jetzt besonders benötigen, verteilen. Vielen Dank noch einmal an all die Engagierten. So viele wie möglich sind momentan, sind ja hier. Vielen Dank nochmal für diese besondere Aktion. Das ist tatsächlich auch eine Entlastung für die Stadt. Also wir merken ja auch in unserem, im Rathaus zum Beispiel, dass teilweise die Menschen, also wenn vielleicht noch eine Einwegmaske zur Verfügung haben, ist ja Maskenpflicht manchmal auch ohne Maske erscheinen und man sieht, dass Masken wichtig sind, dass Masken manchmal tatsächlich Mangelware sind. Und insofern ist es eine Entlastung, auch für natürlich diejenigen, die diese Personen beraten wollen, die mit ihnen in Kontakt sind. Denn das ist ja einfach immer auch der Schutz der einem Nächsten.